Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Heute geht's auf nach Zandvoort zum großen Preis der Niederlande. Damals war das Rennen so früh in der Saison, beziehungsweise man könnte auch sagen, damals gab's das gar nicht. Das ist nämlich die vierte Folge und auch zugleich die vierte Strecke, auf der 2020 kein Rennen stattgefunden hat. Aber hier in-game haben wir das natürlich. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das damals keine besonders tolle Strecke für uns war in diesem Spiel. In 23 zum Beispiel war die ja recht erfolgreich. Da ist ein Sieg gelungen, ein Podium sogar zuletzt. Aber hier in 20 waren das noch ein bisschen andere Umstände. Mal schauen, was möglich ist. Das nächste Punkteergebnis ist natürlich das Ziel. Bislang ist das in den ersten drei Rennen immer gelungen. Da möchte man daran natürlich anknüpfen. Das eine Aero-Upgrade ist angekommen, jetzt vor diesem Rennwochenende schon. Aber kein weiteres mehr, da wir das Große für den Motor in Arbeit haben. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Ich glaube, das soll dann beim nächsten Mal am Auto sein, oder? 6. Mai? Ja, das könnte hinkommen. Auf jeden Fall vor dem nächsten Rennwochenende in, was ist das, Monaco, oder? Ja, genau. Beim nächsten Mal geht's schon nach Monaco. Davor bekommen wir dann ein Motor-Upgrade. Gut, ist dafür vielleicht nicht so die sinnvollste Strecke, aber natürlich nimmt man das gerne mit und auch dort, klar, wird es auf gar keinen Fall schaden. Rein geht's nun direkt in das Qualifying hier in Zandvoort. Wichtig da natürlich ganz gut abzuliefern. Aber ja, wie gesagt, wenn mich meine Erinnerung da nicht täuscht, dann könnte das heute wirklich das erste sehr, sehr schwierige Rennwochenende werden. Let's go! Boah, und so eventuell erst recht, oder vielleicht macht's das ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Es soll schon wieder im Qualifying regnen, und zwar diesmal ganz zu Beginn. Das wird also auf jeden Fall zumindest in Q1 eine Rolle spielen. Das ist echt krass, also so oft Regen in dem Qualifying, das haben wir fast noch nie erlebt, oder? Das ist echt verrückt. Ah ja, der gute alte Zandvoort Loading Screen, den habe ich ja noch nie gesehen in meinem Leben. Es wird übrigens Zeit für die erste Ladung neuer Komponenten. Wir werden in dieser Saison echt Probleme haben. Das ist das vierte Rennen und die ersten, bei den allermeisten kann man im Prinzip jetzt schon vergessen für ein komplettes Wochenende. Da werden auf jeden Fall Gridstrafen dann eine Rolle spielen später in der Saison. Ich bin ganz froh, dass zumindest das Getriebe aber okay ist. Damit werden wir auf jeden Fall die nötigen 6 Rennen schaffen. Da bin ich guter Dinge. Ah, und nun haben wir noch genug Punkte für ein weiteres Upgrade. Mich lächelt da gerade dieses große an beim Chassis. Das Bittere ist, dass wir beim Motor und beim Chassis direkt als zweites Upgrade ein großes haben, was natürlich verdammt teuer ist. Aber gut, wenn wir die jetzt aus dem Weg geräumt haben, ist das schon mal ein bisschen leichter dahingehend. Da eröffnen sich dann natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, die wir danach machen können. Ich glaube übrigens, das ist random, wie die Upgrades angeordnet sind. Soweit ich weiß, war das so. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist immer so ein wichtiger Punkt in dieser Karriere, dass jedes Team einen individuellen Baum hat. Also das sieht bei jedem Team ein bisschen anders aus, was auch verdammt cool ist. Auch so eine Sache, die mit der Zeit schlechter geworden ist. Also irgendwie auch ein bisschen traurig zugleich. Wie sieht denn die Vorhersage aus? Müssen wir wirklich mit Inters fahren? Ah, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das sieht so aus, als würde es abtrocknen. Dann gedulden wir uns mal ein bisschen und gucken, wie sich das hier entwickelt. Ja, die Slicks sind jetzt schon nicht unfassbar langsam. Nur 4 Sekunden langsamer. Es spricht dafür, dass die Strecke nicht besonders nass ist. Und die wird jetzt schon deutlich, deutlich trockener. Das wird auf jeden Fall noch einen Run mit Slicks geben. So wie es sogar aussieht, bekommen wir eventuell 2 Runden auf Slicks, also 2 Runs. Das wäre natürlich genial. Das weckt ganz unschöne Erinnerungen, hier gerade in Zandvoort zu fahren. Es wäre schön, wenn das hier nicht das letzte Rennen in dieser Karriere wäre, ja, Spiel? Das würde mich sehr, sehr freuen. Ah, besonders viel Grip ist noch nicht da. Ich glaube, das wird jetzt eine gute Zeit geben zwischenzeitlich, weil wir die Ersten hier sind mit den Softs. Aber das wird auf jeden Fall noch schneller werden dann am Ende der Session, wenn die Strecke besser wird. Aber das macht eigentlich ganz viel Spaß hier in diesen ganz schnellen Kurven, obwohl die Bedingungen noch nicht optimal sind. Vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht wird das doch ganz cool heute. Wäre natürlich super, hier das nächste starke Ergebnis einzufahren. Lila auch im Mittelsektor, im ersten waren wir das bereits auch. Oh, das ist nicht stark. Ja, aber das wird noch sehr viel schneller gehen am Ende dann. Dennoch ist das vielleicht zwischenzeitlich ein ganz, ganz gutes Ergebnis jetzt für uns. Ich gehe mal davon aus, dass das auf Platz 1 vorgehen wird, oder? Ja, so ist es, Platz 1, Pole, ja. Nicht so ganz, aber trotzdem cool, sich mal ganz vorne zu sehen in dem Qualifying. Und auch vor beiden Racing Points schon. Die sind ja nicht so schlecht normalerweise und die waren schon auf Slicks unterwegs. Boah, was für ein Zwischenstand vor den letzten Runs. Ricardo Erster, Latifi Zweiter und wir Dritter. Das könnte auch gerne so zu Ende gehen, aber das wird's nicht. Wir müssen jetzt nochmal voll abliefern, ansonsten war's das.
Oh Gott, das war eine Katastrophe. Eieiei, aber trotzdem 7/10 schneller. Da sieht man mal, wie viel besser die Strecke jetzt ist. Ja, und irgendwie verbessern sich auch nicht so wirklich viele, oder? Oder kommt das jetzt erst noch? Ich weiß ja nicht. Unser Teammate scheint sich seiner Sache zumindest sehr sicher zu sein. Der ist an der Box geblieben jetzt in der Schlussphase. Ja, also wir sind immer noch Dritter. Gut, jetzt kommt Russell im Williams hier noch vor auf Platz 2. 2 Renaults und 2 Williams auf den ersten 4 Positionen. Gut, jetzt mal Bottas. Okay, und der ist deutlich schneller. Eine 1.09. Davon sind wir weit weg. Was ist das am Ende? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das kann wirklich alles sein. Ist Platz 18. Okay. Aus in Q1. Aber das war auch eine schlechte Runde leider, ja. Der Fehler da im ersten Sektor, der darf nicht passieren. Wow. Ah, wie krass, wie verrückt war das denn jetzt am Ende? Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ricardo wird am Ende immerhin Siebter. Der hatte also echt eine gute Zeit, musste gar nicht mehr rausfahren ganz am Ende. Ja, sehr, sehr bitter. So sieht das hier hinten aus. Wir sind nicht mal die Einzigen, die es erwischt. Auch Lewis Hamilton, den man nicht in Q1 erwarten würde. Das ist ja verrückt. Starten wir gemeinsam mit Hamilton hier von fast ganz hinten. Die beiden Williams wurden nochmal völlig durchgereicht. Ja, schade. Hier wäre schon mehr gegangen. Das hat auch echt eigentlich Spaß gemacht, aber ich habe es irgendwie nicht so ganz auf die Reihe bekommen in dieser entscheidenden Runde. Und das musste man leider, weil die Strecke halt so viel besser war. Sehr, sehr bitter. Das macht das Wochenende natürlich nicht gerade leichter auf so einer Strecke. Aber es war auch ein schwieriges Qualifying. Wir hatten halt eine einzige Chance. Eine Runde, die musste passen. Wir werden jetzt Gridstrafen hinnehmen, würde ich vorschlagen. Ich meine, wir starten eh von der 18 aus. Früher oder später würden wir da ohnehin nicht drumherum kommen. Da macht man es doch jetzt. Ich meine, 18. oder 20. spielt dann auch keine Riesenrolle mehr. Klar, so bringen wir halt die Williams noch vor uns jetzt im Rennen. Aber das ist okay. Ich bin überzeugt davon, dass wir die recht schnell überholen können. Und dann geht's hoffentlich gut nach vorne, aber das wird heute eine schwierige Nummer. Wenn wir wirklich unsere 100% Punktestreak aufrechterhalten wollen, puh, da braucht's jetzt schon echt ein besonderes Rennen. Rein geht's. Aber das macht ja auch irgendwie so eine Karriere aus. Mal so ein schlechteres Wochenende. Vor allem bei so einem Mittelfeldteam kann das ja irgendwie in beide Richtungen gehen. Ne? Eher in die gute, so Richtung Top 5, Podium vielleicht, wie wir es in den ersten Rennen hatten. Kann aber auch in diese Richtung gehen, wie jetzt hier leider, nach ganz, ganz hinten. Dennoch bin ich guter Dinge, bin optimistisch und hab vor allem Bock auf ein Rennen hier auf dieser Strecke in dem Spiel. Das ist so eine, die ich nicht wirklich gut im Kopf hab. Also, wir haben hier Rennen gemacht, auf jeden Fall, aber an irgendeins erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur, dass es meistens schwierig war. Und das hat sich nach dem Qualifying direkt mal bestätigt. Zwei Strategien werden uns vorgeschlagen. Soft Hard oder Medium Hard. Ja, die Soft jetzt am Start oder die nimmt man gerne mit, würde ich vorschlagen. Vor allem in unserer Position jetzt hier hinten. Dann ein bisschen mehr Sprit. Ja, das passt eigentlich so ganz gut. 2 Runden mehr und dann geht's direkt rein in diesen großen Preis der Niederlande. Freue mich unheimlich drauf. Wichtig, den Start jetzt gut hinzubekommen. Vor allem die beiden Williams direkt hinter uns zu lassen, wäre natürlich super. Die sind ja nur durch die Strafen jetzt vor uns gekommen. Und dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht Lewis, der auch hier hinten startet, irgendwie durchs Feld folgen können. Der wird hier ja durchpflügen wie sonst was in diesem Mercedes. Wenn es da immer wieder Duelle gibt und wir da so ansatzweise irgendwie mit durchkommen können, dann kann das eine gute Sache für uns werden in diesem Rennen. Los geht's! Gelingt das direkt vorbeizukommen an Russell und an Latifi. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Kimi leider mit einem schlechten Start. Der blockiert uns hier jetzt so ein bisschen die Innenseite für Kurve 1. Ah, gehen wir es lieber vorsichtig an. Ah, jetzt noch Frontflügelschaden, dann wird das so ein Katastrophenrennen, bei dem man eine Minute hinter dem Feld herfährt und irgendwie gefühlt gar keinen mehr sieht. Da dürfen wir es jetzt nicht übertreiben. Das ist jetzt allerdings ziemlich entspannt die Möglichkeit gegen Russell. Der ist hier ganz schlecht durchgekommen durch diese eine Kurve. Und vielleicht gegen Latifi jetzt am Ausgang. Das ist eher weniger entspannt natürlich in diesen ganz schnellen Kurven. Aber das ist die Chance, direkt das zu schaffen, was ich unbedingt schaffen wollte. Sehr, sehr gut. Also jetzt schon, ja, die Gridstrafen voll und ganz wieder wettgemacht. Das ist natürlich optimal und somit haben die sich auch auf jeden Fall gelohnt. Aber das war ja so gut wie klar von Startplatz 18 aus, der es ursprünglich war. Kimi ist als Nächster an der Reihe. Die beiden Alphas natürlich auch nicht so das allerschnellste Auto. Auch die beiden, oh, würde ich sehr, sehr gerne direkt hinter uns lassen. Und das scheint eventuell zu gelingen, oder? In der Kurve davor vorbei an Kimi und direkt in der nächsten vorbei an Giovinazzi. Ja, der aber noch dagegen hält. Möchte uns hier nichts schenken, der Italiener. Das wird sich allerdings gleich erledigt haben, hoffe ich zumindest mal. Das macht er aber echt nicht schlecht. Dennoch schnappen wir uns den. Ist das ERS hier eigentlich so stark in dieser Steilkurve? War das dieses Spiel?
Ich weiß es gar nicht, ja, jetzt ist es leider leer, weil wir ein bisschen viel verballert haben. Es gab irgendein Spiel, da war das unfassbar OP, mit ERS auf Überholen durchzufahren durch diese letzte Kurve. Da konnte man immer sehr viel Zeit gut machen auf die KI. Eventuell kann das ja was sein, auf das wir uns verlassen können in diesem Rennen. Louis da vorne, der pflügt hier, wie zu erwarten war, unfassbar gut durchs Feld. Dahinter staut es sich aber so ein bisschen, weil es da natürlich immer wieder Duelle gibt. Ja, das, was ich meinte, das hat man jetzt vielleicht nicht so unmittelbar gesehen, aber ich glaube, das lag zum Teil an Hamilton, dass wir da jetzt so eine gute Chance hatten gegen Grosjean, der immer noch da ist hier außen, das aber, denke ich mal, nicht halten kann in diesem Haas. Oh yes, was ein starker Auftakt, Platz 15 schon. Und das Ganze ist eventuell noch nicht vorbei, die Pace scheint gar nicht so schlecht zu sein, das, ja, das kann gut sein. Ich meine, im Qualifying, oh, hatten wir nie so wirklich die Möglichkeit, die Pace zu zeigen, da war es halt eine Runde, auf die es am Ende ankam, die war nicht gut. Aber das bedeutet nicht, dass wir hier auf einmal gar nichts können an diesem Wochenende. Oh, jetzt wird sich, jetzt wird sich vielleicht zum ersten Mal das in dieser Steilkurve zeigen. Und das tut es auch. Direkt vorbei an Dani Kwiat hier auf Start und Ziel. Sehr, sehr stark. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von den Punkten. Und das zu Beginn von Runde 3. Das habe ich nicht erwartet. Oh, wir fliegen hier. Wow. Das fühlt sich so gut an und wirkt auch so schnell im Vergleich zu den allen hier um uns herum. Das ist ja der Wahnsinn, wie wir hier an K-Mac gerade rangeschossen kommen. Nicht verkehrt. Jetzt wird auch das DRS aktiviert sein. Das hilft natürlich nochmal zusätzlich. Bisschen weit draußen. Aber diese Erfolgswelle, die müssen wir jetzt reiten. Wir müssen das ausnutzen, dass wir so stark sind in dieser Phase. Ich glaube kaum, dass das ganze Rennen über so gehen wird. Ja, und klar, es sind halt natürlich auch vor allem die recht langsamen Autos, auf die wir jetzt treffen in dieser Phase. Gegen Magnussen reicht es doch noch nicht so ganz. Während Hamilton sich da so ein bisschen die Zähne ausbeißt gegen Gasly. Verbremse auch vom Franzosen jetzt, glaube ich. Ach, hier sind wir ganz stark. Das hat jetzt schon ein paar Mal geklappt in dieser Kurve. Jetzt fast wieder gegen K-Mac. Oh, und auch hier sind wir sogar stark in diesen schnellen Kurven. Es gibt einige Abschnitte, auf denen wir echt sehr, sehr gut sind. Vor allem gegen diesen Haas hier. Boah, das war knapp. Das, was wir jetzt erleben, ist halt leider so ein bisschen das Problem an Zandvoort. Das Überholen hier ist nicht das Allerleichteste. Das zeigt auch so ein Hamilton da vorne. Ich meine, dieser Mercedes, der ist wahrscheinlich in freier Fahrt eine Sekunde pro Runde schneller als jeder andere. Und vielleicht als diese Autos hier sogar 2 Sekunden. Aber der kann das leider noch überhaupt nicht ausnutzen. Wir jetzt lila im letzten Sektor. Wow. Oh, K-Mac. Kleiner Rutscher hier am Ausgang aus Kurve 1. Können wir das eventuell nutzen? Ja, aber wo? Wo ist halt die Frage? Jetzt eventuell hier außen vorbei, wenn wir die Traktion gut hinbekommen. Kann das gelingen? Ja, nicht so ganz, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber der Ausgang war trotzdem ganz gut. Rad an Rad jetzt in diese schnellen Kurven hier hinein. An der Stelle haben wir uns ja vorhin schon irgendwen schnappen können. Weiß gar nicht wen. Das war Latifi, glaube ich, in Runde 1. Und jetzt geht's auch an Magnussen vorbei. Come on. Meine Stimme ist übrigens eine Katastrophe heute, das bitte ich zu entschuldigen. Das ist nicht so geil, aber wir kriegen das hin. Boah, sind hier viele Autos auf einem Haufen, Hilfe. Einer der Racing Points ist da, glaube ich, ganz langsam, oder? Der scheint die alle hinter sich so ein bisschen aufzuhalten. Na, nee, nicht nur ein bisschen, total aufzuhalten. Oh, das kann hier noch sehr, sehr gut werden. Jetzt, von jetzt an würde ich sagen, ist das wieder so ein normales Rennen. Gar nicht mehr eins, in dem man von ganz hinten kommt. Ich meine, wir sind auf einer Position unterwegs, auf der wir so des Öfteren bestimmt auch schon mal waren, sind vor allem aber schnell, können gut mithalten mit diesen Punkten, mit den hinteren Punkterängen hier. Das kann noch sehr interessant werden. Ja, und so extrem ist das übrigens mit diesem Überschuss in dieser letzten Kurve auch nicht, wie ich es im Kopf hatte. Vielleicht war das dann in 21 oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das nicht so, als würden wir da mega viel immer gut machen. Das ist halt echt krass. Jeder fährt sich hier hinterher und irgendwie geht nicht so besonders viel. Ist das vielleicht mal eine Chance gegen Hamilton? Der hat da so viele vor sich, wird nicht so ganz schnell in diese Kurve hier reinfahren können. Aber wir tun das dafür schon. Das war ein bisschen übermütig und dadurch reicht es leider nicht. Boah, also Hamilton stellt sich echt nicht gut an gegen Gasly. Ich meine, ja, das ist nicht so easy, hier vorbeizukommen auf dieser Strecke. Aber der ist eigentlich so viel schneller. Das muss doch irgendwo mal gelingen. Ich meine, wir kriegen das hier mit diesem Renault irgendwie auf die Reihe. Dann muss er das im Mercedes auch schaffen. Oh ja, ja, man muss ihn doch nur fragen. Da macht er es endlich mal in Kurve 1 hinein. Hamilton vorbei an Gasly. Gibt das vielleicht ein Duell, von dem wir profitieren können? Nein, aber das stellt uns Gasly hier jetzt zur Verfügung, dass wir den mal überholen können. Das ist das nächste Ziel. Kommt jetzt vielleicht mal diese Stärke hier in der Steilkurve zum Vorschein? Ja, so mehr oder weniger. Ich glaube, das war lustigerweise gegen beide Alpha Tauris jetzt der Fall, dass das geklappt hat, oder? Aber sonst gar nicht. Nur gegen Kwiat und jetzt vielleicht gegen Gasly, wenn wir das in Kurve 1 hier durchziehen können. Ist außen eigentlich immer ganz gut machbar an dieser Stelle. Oh, jetzt Platz 12. Jetzt schon 2 Plätze nur noch. Dann sind wir schon innerhalb der Punkte. Also das entwickelt sich hier echt sehr, sehr, sehr viel besser, als ich befürchtet habe nach dem Qualifying.
Das ist echt ein mega schönes Rennen. Könnte wieder mal ziemlich starkes Ergebnis werden. Also echt, ja, einfach ein Traum, wie diese Karriere bisher läuft. Was für coole Rennen wir haben. Macht sehr viel Spaß. Das Ganze kommt auch mega bei euch an. Dafür wollte ich mich mal bedanken in dem Video. Habe ich so eigentlich noch nicht gemacht. Aber dass so ein altes Spiel so beliebt ist. Es freut mich so, das zu sehen, weil sich das so verdient hat. Und wer weiß, vielleicht, ganz eventuell ist das, was mit F1 23 passiert ist, nach genau diesem Rennen hier in Zandvoort, ja so ein bisschen, ja, irgendwie Schicksal gewesen oder so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall tausendmal mehr Spaß mit diesem Spiel, muss ich ganz offen so sagen. Sieht denn der Reifenverschleiß aus, so auf 40% schon vorne links. Aber gut, allzu lang müssen wir es auch nicht mehr aushalten auf diesen Softs. Die Soft Hard sollte easy möglich sein. Nach Gasly beißt Hamilton sich jetzt die Zähne an Norris aus oder eigentlich an beiden McLaren-Jungs. Also wer weiß, vielleicht gelingt hier echt so eine Überraschung und wir können Hamilton irgendwie schlagen in diesem Rennen. Es ist natürlich noch ganz schön weit weg, aber gut macht der das nicht mit diesem Auto. Wenn man mal schaut, wo Bottas ist in diesem Rennen zum Beispiel, der führt das halt an mit einem echt komfortablen Vorsprung. Das hat dieses Auto eigentlich drauf. Eigentlich ist der Stopp in Runde 12 geplant, aber jetzt in 11 reinzukommen für vielleicht so einen kleinen Undercut wäre eventuell nicht verkehrt. Oder wir haben hier beide McLaren-Jungs vor uns, Hamilton und Albon, die alle nicht weit weg sind. Die sind alle so im Undercut-Bereich. Probieren wir das mal. Come on, ab an die Box. Daniel, nein, Daniel! Daniel tut es. Och, Mann. Schade, das hätte echt, glaube ich, gut werden können. Obwohl auch zwei von den Jungs hier vor uns reingekommen sind. Das gibt Hamilton jetzt eine bessere Chance, weil Norris natürlich keinen Windschatten mehr hatte. Und Lewis nutzt das auch direkt. Ah, das war jetzt ärgerlich. Hätte, glaube ich, gut klappen können, wenn wir da reingekommen wären. Aber gut, so ist das. Geht jetzt was gegen Lando hier am Ausgang? Ah, es wird wahrscheinlich schwierig, oder? Ich weiß es nicht, Stroll mit Problemen am Auto, auch interessant, der Racing Point Pilot ist nämlich vor uns unterwegs. Gegen Lando wird das noch nichts. Und Hamilton in freier Fahrt ist schon sehr schnell. Man sieht, dass wieder direkt von Lando wegkommt. Das ist, glaube ich, das erste Mal in dem Rennen, dass der wirklich mal ein bisschen freie Fahrt hat. Und dann, ja, dann ist das auch direkt ein bisschen beängstigend, was der hier raushaut. Okay, jetzt geht's mal ab an die Box, nachdem das in der letzten Runde ja nicht möglich war. Lando hier direkt vor uns tut das auch eine Runde nach seinem Teammate. Nun bin ich mal gespannt. Ich glaube, viel wird sich wahrscheinlich nicht ändern jetzt durch die Stop-Phase. Hätte sich was ändern können, wenn wir in der letzten reingekommen wären und diesen Undercut bekommen hätten. Aber so wird vermutlich alles mehr oder weniger beim Alten bleiben, oder? Ja, ich weiß nicht, wir kommen jetzt raus auf Platz 15, aber da wird bestimmt noch irgendjemand draußen sein, der nicht gestoppt hat. Anders könnte ich mir das nicht so wirklich erklären. Okay. Das macht Spaß mit so frischen Reifen. Ist keine verkehrte Geschichte. Da sind noch einige übrigens, die nicht gestoppt haben. Bottas tut das zum Beispiel jetzt erst, der das Rennen angeführt hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar weiter vorne vielleicht auf Mediums sind. Das würde Sinn machen. Oh ja, ja, da sind noch ganz schön viele drin. Irgendein Haas war da noch vor uns, ein Alfa Romeo. Die schnappen wir uns natürlich allesamt. Oh, hier wird's knapp gegen Gasly. Das wäre natürlich bitter, die Position wieder zu verlieren. Aber nein, den bekommen wir. Und da kommt Stroll nun raus, der ja diese Probleme am Auto hat. Der wird doch direkt einkassiert von Lando. Hat jetzt kalte, harte Reifen. Oh, können wir das direkt bestrafen? Plus die Probleme am Auto natürlich bei Lance. Die darf man auch nicht vergessen. Spielen natürlich offensichtlich auch eine Rolle, so wie der jetzt schon zurückgefallen ist. Und vielleicht geht's da gleich noch weiter nach hinten für ihn. Ah, aber nichts Dummes machen lieber. Das wäre bitter. Oh, der ist aber echt langsam. Der ist echt langsam. Hier in dieser schnellen Kurve hat man es gerade gut gesehen. Und dann auch noch ein Verbremser an dieser Stelle. Das ist sehr untypisch, aber man nimmt es gerne mit. Okay, nun war es das aber, glaube ich, mit Boxenstops. Den Punkt werden wir uns also auf der Strecke verdienen müssen. Mit einer guten Pace jetzt im zweiten Stint. Das sieht nicht verkehrt aus gegen Norris. Ich hatte schon vor dem Stop den Eindruck, dass wir auf jeden Fall schneller können als der Brite. Und das, ja, hat sich jetzt nicht geändert. Auch in dieser frühen Phase auf den harten Reifen scheint das ganz schnell zu sein, was wir machen. Albon übrigens mit Mega-Problemen in diesem Red Bull. Das ist schon krass. Oh, jetzt eventuell, oder? Alles an EAS rausballern, was wir noch haben. Und dann kann das vielleicht den Move geben gegen Lando Norris. Ah, ne, wird wahrscheinlich noch schwierig, weil er das DRS hat auf seinen Teammate da vorne. Aber come on, das sieht sehr gut aus. Weiter Druck machen. Das kann auf jeden Fall wieder für Punkte reichen. Ich habe nur noch so ein bisschen Angst davor, dass Stroll vielleicht wieder aufwacht, dass sein Problem sich wieder behebt. Das hatten wir ja zum Beispiel in Vietnam gegen Hamilton in der Schlussphase, falls ihr euch erinnert. Und dann haben wir ein Problem, weil dieser Racing Point echt sauschnell ist. Deshalb wäre es umso wichtiger, Norris so schnell wie möglich zu überholen und dann vielleicht auch Sainz noch ein bisschen ärgern zu können. Und eventuell sogar Albon. Ich glaube, die drei Jungs, die sind noch im Bereich des Möglichen.
Oh, jetzt vielleicht gegen Lando. Oder hier auf Start und Ziel. Oh ja, das sieht richtig gut aus. DRS kommt auch noch ins Spiel. Er hat es immer noch knapp gehabt auf Sainz. Aber der bekommt da überhaupt keinen guten Windschatten mehr. Außenrum vorbei jetzt in Kurve 1 hinein. Boah, bremst der früh oder sind wir viel zu spät? Nee, viel zu spät waren wir eigentlich nicht. Das war echt extrem vorsichtig von Lando. Sehr, sehr schön. Erstmals in diesem Rennen ist das jetzt Boxenstopp-bereinigt. Eine Punkteplatzierung. Wer hätte das gedacht, dass das hier so gut nach vorne geht? Ich muss echt sagen, ich habe mich so ein bisschen verliebt in diesen Renault. Zum einen fahre ich das Auto echt gerne. Es macht einfach mega viel Spaß, aber auch diese Livery, diese Lackierung. Das sieht so gut aus, so stimmig einfach, dieses Schwarz-Gelb. Unfassbar geil. Dazu noch der Sound, der gefällt mir auch sehr gut. Einfach ein richtig, richtig cooles Auto. Und ich find's auch geil, oh, gelbe Flagge, vorne jemand mit einem Problem. Ich find's auch geil, die alten Autos wiederzusehen. Ich weiß nicht, ich find, die hatten was. Ich glaub, jetzt so rückblickend betrachtet, gefallen die mir sogar fast besser, als die, die wir seit 22 haben. Ferrari vorne mit einem technischen Problem. Sehr bitter, die waren beide auf der Podiumsplatzierung unterwegs. Safety Car, die Gefahr natürlich immer da, ja, die Gefahr nicht immer da. Das ist immer fast eine Garantie für ein Safety Car, wenn irgendjemand ein Problem hat. Okay, das macht's nochmal ordentlich spannend. Oh, Leclerc war aber auch auf Softs. Lol, okay, das wäre irgendwas ganz komisches geworden bei ihm. Irgend so eine typische Ferrari-Strategie offensichtlich, halt eine Zwei-Stop. Ich glaube nicht, dass das so erfolgreich wäre auf dieser Strecke. Weiter geht das Rennen. Das hier ist, glaube ich, eine der eher wenigeren Strecken, auf der wir vielleicht einen Safety-Car-Restart echt dazu nutzen können, um eine Position gut zu machen. Wichtig, hier den richtigen Gang zu wählen, um schön die Power zu haben, wenn es gleich ans Gas geht. Und dann, oh, wann kommen die grünen Flaggen raus jetzt? Dann kann das vielleicht was werden gegen Carlos. Da mussten wir leider noch mal ein bisschen Schwung rausnehmen, sonst hätte es ein Problem werden können. Aber trotzdem reicht das eventuell hier in Kurve 1 hinein gegen den Spanier, oder? Grip jetzt natürlich etwas niedrig auf diesen kalten, harten Reifen. Da müssen wir vorsichtig sein, außenrum in dieser Steilkurve. Oh, hat Carlos natürlich die beste Rennkarten in, lässt uns auch wenig Platz hier am Ausgang, aber genug, dass wir da noch die Nase reinhalten können. Ne, das wird er leider durchziehen. Ach, schade. Da hätten wir, glaube ich, ein bisschen härter sein können in Kurve 1. Einfach außen nicht so viel Platz lassen und dann haben wir die Position. Aber das wird nicht die letzte Chance gewesen sein, wenn die Pace weiterhin so gut ist. Reicht ja jetzt gegen Carlos. DRS noch nicht aktiviert. Das kann ein Nachteil sein, kann auch ein Vorteil sein, weil er es dadurch natürlich auch nicht hatte. Und jetzt hat man es, glaube ich, richtig schön gesehen, das in dieser Steilkurve. Also ist nicht so extrem wie in irgendeinem anderen Spiel oder nicht so extrem, wie ich es im Kopf hatte zumindest. Aber wenn man das da gut macht, wenn man einen guten Ausgang erwischt, dann kann das echt eine super Überholmöglichkeit sein. Platz 8 jetzt, vom letzten Startplatz aus, auf einer Strecke wie Zandvoort. Das ist unglaublich. Wir sind eine Position entfernt von unserem bisher besten Ergebnis. Das waren 2 siebte Plätze, aber die waren halt in, ja, nach normalen Qualifyings, nicht nach solchen Desastern, wie wir es hier hatten. Echt krass. Ich habe auch das Gefühl, dass Albon echt machbar ist. Der gefällt mir überhaupt nicht in diesem Rennen hier. Der Red Bull hat eigentlich viel, viel mehr drauf. Und das bestrafen wir möglicherweise jetzt schon, oder? Selbe Stelle wie gegen Carlos. Das war voll am Limit da am Ausgang. Glück, das Auto nicht verloren zu haben auf dem Curb. Aber das sieht nicht schlecht aus gegen den Thailänder. Gehen wir mal nach außen für Kurve 1. Jetzt mutig anbremsen. Und dann kann das gleich Position 7 sein. Unsere mitbeste Platzierung, die wir bisher ins Ziel gebracht haben in dieser Saison. So ist es. 13 Positionen schon gut gemacht im Laufe dieses Rennens. Wahnsinn. Das Safety Car, klar, hat jetzt nochmal neuen Schwung natürlich reingebracht für uns. Weil wir so jetzt in einem echt ordentlichen Auto viel näher dran waren an allen hier vorne. Aber dennoch, das ist mega. Und auch Daniel mal wieder mega. Der stellt unter Beweis, was dieses Auto drauf hat. Wie meistens. Zuletzt in China nicht. Aber sonst war der immer wirklich außergewöhnlich stark. Position 4 ist das hier für ihn. Vorne geht es, glaube ich, noch ein bisschen ab im Kampf um Platz 3. Verstappen möchte da gegen Vettel noch ein Wörtchen mitreden. Im Kampf um diesen zweiten Platz. Bottas an der Box! Was hat denn der gemacht? Das wird Platz 6 sein. Was hat denn der gemacht? Der war auf Mediums oder was? Der hat auch eine Zwei-Stop probiert, ähnlich wie Leclerc, der ausgeschieden ist. Aber der hatte doch das Safety-Car, um an die Box zu kommen. Wie dämlich ist das denn? Der wird ja jetzt fast ganz hinter sein. Das ist der sowas von sichere Sieg, der hier weggeschmissen wurde von Mercedes und Bottas. Unglaublich. Perez und Hamilton hier am Fighten. Oh, Lewis kann sich aber nicht so ganz durchsetzen, oder doch? Boah. Wow, da war die Traktion von Mercedes schon beachtlich. Ricardo ist jetzt auf dem 3. Platz. Der könnte hier vielleicht das erste Podium für unser Team klar machen. Und ich meine, das wäre natürlich hochverdient. Während wir hier auf Kurs vielleicht Top 5 Ergebnis sind, das sieht echt nicht verkehrt aus gegen zumindest mal noch Checo, oder? Der ist eventuell noch realistisch. Das ist hier ja völlig crazy geworden, dieses Rennen. Wer hätte das denn gedacht? Ich habe wirklich nach dem Qualifying und nach den Gridstrafen erwartet, dass wir Probleme haben, hier Punkte zu holen. Und jetzt wird das vielleicht, wenn es gut läuft, unser bestes Ergebnis.
Oh, Checo vielleicht nicht mehr so ganz mit dem DRS auf Hamilton, oder? Ja, doch, ganz knapp noch. Somit reicht es in dieser Runde noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da mal eine gute Chance bekommen. Das Rennen wird, glaube ich, auf jeden Fall einen coolen Sieger bekommen an der Spitze, egal wie es ausgeht. Entweder Vettel, der das Ganze gerade anführt durch Bottas Fail mit der Strategie, oder Verstappen, Heimrennen natürlich auch geil. Oder unser Teamkollege, was genial wäre fürs Team. Oder Hamilton, der irgendwie von ganz hinten gekommen ist. Oder gut, wenn es Checo oder wir vielleicht noch werden, dann ist das eh eine Sensation. Also ja, mega, was für ein geiles Rennen. Jetzt vielleicht auf Start und Ziel. Erstmals hat Checo hier keinen DRS, aber der ist schon schnell. Dieser Racing Point ist nicht zu unterschätzen. Obwohl man davon an den Ergebnissen und an der WM noch nicht so viel sieht, ne? Die waren meistens recht enttäuschend in dieser Saison, obwohl das Auto so gut ist. Wir sind sau stark in der ersten Hälfte der Runde. Und ab hier, so ab dieser Kurve eigentlich, beginnt dann so ein Abschnitt, in dem die KI sau stark ist. Hier macht Perez Meter auf uns und auch alle anderen. Dann haben wir meistens, oder manchmal muss man eher sagen, vielleicht aus der letzten Kurve heraus noch eine Chance. Aber das macht halt das Überholen so schwer, dass wir nie an dieser Stelle mal richtig nah dran sind. Jetzt haben wir mal ein ordentliches bisschen ERS noch übrig hier für Start und Ziel. Boah, aber das ERS, das verschwindet auch wie nix, ne? Wenn man da einmal Überholen benutzt, dann ist das so gut wie sofort leer. Immer noch nicht. Aber jetzt will ich dieses Top-5-Ergebnis schon auch haben. Wenn wir so nah dran sind, oh, Perez mit einem kleinen Wackler, das war gefährlich. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Ich finde das echt geil in diesem Spiel, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass man manchmal so total festhängt hinter jemandem. Ich meine, der ist vor uns, hat kein DRS, aber wir kommen dann nicht vorbei. Ums Verrecken nicht wirklich. Das finde ich voll geil, dass man sich die Überholmanöver da teilweise wirklich verdienen muss, wenn jemand ähnlich schnell ist. Klar, wäre der jetzt viel langsamer, wären wir schon vorbei. Aber der hat ungefähr eine ähnliche Pace und dann ist das auch schwer, so wie es sein sollte. Es ist bitter, dass wir hier so gut sind, in diesem Abschnitt. Hier können wir so Meter machen auf Perez. Guck mal, wie wir da rangeschossen kommen. Aber das bringt nie was, weil man hier eigentlich nicht wirklich überholen kann. Ich glaube, die einzige Taktik kann es sein, sich ein bisschen ERS anzusparen jetzt in den nächsten Runden. Und ja, es dann hier auf Startziel zu probieren. Das ist die einzige Stelle, an der ich eine Möglichkeit sehe aktuell. Einfach gar kein ERS-Einsatz, auch nicht hier in diesem ersten Sektor, wo es immer so verlockend ist, nicht auf der zweiten DRS gerade. Alles aufsparen für diese Steilkurve und für Start und Ziel. Wenn wir da dann mal nah genug dran sind, mit ordentlich ERS, dann wird's ganz eng für Checo. Gelbe Flagge nochmal, etwas weiter hinten, einer der Alphas mit einem Problem. Gibt das nochmal ein Safety-Car vielleicht, so spät im Rennen? Das würde jetzt alles nochmal absolut wild durcheinander mischen. Und tatsächlich, das ist echt das Wild in dem Spiel, ne? Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ich finde es, glaube ich, nicht so schlecht, weil das halt immer so ein... Ja, man weiß halt, es kann zu jedem Zeitpunkt ein Safety Car kommen, ne? Das ist hier nichts Unwahrscheinliches. Und das macht die Rennen so verrückt. Aber es ist schon auch ein bisschen sehr viel für fast jeden Motorschaden. Unglaublich, doch. Das wird jetzt ein absoluter Sprint in dieser Schlussphase. Also ich glaube, aus einer Unterhaltungsvideosicht und aus einer Sicht, dass man wirklich Spaß haben will in den Rennen, finde ich das so geiler, dass es oft Safety Cars gibt, anstelle von wie in 23 in jedem fünften Rennen mal eins, wenn überhaupt, wenn es hochkommt. Eigentlich war es sogar weniger als das. Ich glaube, da ist mir das hier lieber. Das bringt Spannung rein, das würfelt alles durcheinander. Okay, weiter geht der Spaß. Hier 5 Runden haben wir noch vor uns. Einen 5-Runden-Sprint bei diesem Rennen in Zandvoort. Gelingt jetzt vielleicht, anders als am ersten Restart vorhin, ein Überholmanöver hier gegen Checo. Ich muss sagen, jetzt mit dieser Ausgangsposition, mit dieser Pace, die wir hatten gegenüber Perez, ist schon so ein Top-5-Ergebnis das Ziel. Also wäre ich jetzt schon fast ein bisschen, nicht enttäuscht, aber es wäre schade, das nicht zu schaffen, wenn wir jetzt so nah dran sind. Jetzt hat Vettel Gas gegeben da vorne. Oh, ist das gut getimed gewesen gegen Checo. Perfekt. Perfektes Timing gegen den Mexikaner hier im Restart. Ricardo mit einem Verbremser in Kurve 1 hinein. Oh, jetzt nicht zu nett sein hier in Kurve 1. Jetzt sind wir einfach mal ein Drecksack. So hätte das vorhin gegen Sainz auch schon sein müssen. Let's go. Nochmal das Ganze aus der Onboard von Perez. Ich hoffe nicht, dass wir ihn da irgendwie berührt haben oder so. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Ja, und so, ja, so hart ist das auch nicht. Da zieht er halt einfach den kürzeren außen. Und wir sind vor auf Platz 5. Letzte Runde jetzt gleich. Meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für Ricardo im Kampf um Platz 3 und für Vettel im Kampf um diesen Sieg. Wie geil wäre das? Ein Vettel-Sieg im vierten Rennen in dieser Gurke. Echt mega. Ich glaube, Sepp war übrigens damals derjenige, der uns in der Fahrerkarriere, in der OG-Fahrerkarriere den Titel streitig gemacht hat, ne? Der hat ihn, glaube ich, damals im Mercedes gewonnen und wir ihn knapp verpasst im Ferrari. Das war bitter. Also der ist stark in diesem Spiel. Und muss jetzt, glaube ich, nochmal zeigen, wie stark Kampf um den Sieg. Letzte Runde, Verstappen außen in Kurve 1 bei seinem Heimrennen. Stellt euch mal vor, was hier im Real Life los wäre, wenn sowas passiert. Letzte Runde und das war's wohl mit Vettel Sieg. Verstappen zieht vorbei. Außen in der ersten Kurve, mega Move auch noch. Wow.
Unglaublich, das ist stark von Verstappen. Auch der ist nicht so schlecht in diesem Spiel. Aber schade, da blutet das Ferrari und das deutsche Herz so ein bisschen für Vettel natürlich. Kann Daniel das immerhin ins Ziel bringen? Dass das in der Karriere viel, viel wichtigere für unser Team, für die Konstrukteurs-WM. Schafft er es, das erste Podium hier für dieses Renault-Team klarzumachen? Oder passiert noch irgendwas ganz Krasses und wir kommen da vielleicht vor? Oder überholt Hamilton ihn noch? Ich hoffe sehr, dass nicht. Wir können leider nichts machen. Die Pace war gut, wir konnten da so halbwegs mithalten. Aber nicht gut genug, um jetzt noch irgendwie gefährlich zu werden. Nee, das sieht gut aus. Verstappen gewinnt zu Hause. Vettel wird Zweiter. Ricciardo Dritter. Hamilton Platz 4 und wir direkt dahinter auf dem 5. Rang. Und das bei einem Grid-Strafenrennen vom letzten Startplatz aus. Unglaublich sensationelles Ergebnis für Renault. Mega, Mann. Und wie sehr freut mich das für Daniel. Der hat sich das so verdient, endlich mal. Puh, was für ein geiles Rennen. Wir hatten ja schon viele geile. Jedes in dieser Saison bisher hatte irgendwie was Cooles. Ich glaube, das hier war fast mein Favorite. Das war wirklich sehr, sehr special. Bottas am Ende ohne Punkte durch diese sehr idiotische Strategie. Der hätte das easy gewonnen eigentlich. Wenn der den normale Einstopp macht, dann ist das ein easy Win für ihn. Der war so schnell, so dominant vorne eigentlich zwischenzeitlich. Ricciardo, also was der rausholt, ne, aus diesem Ding. Es ist wirklich, wirklich unfassbar gut. Der Titel des besten Teammates, den wir so hatten, der ist ja klar vergeben an Senna aktuell. Der einzige, der jemals Weltmeister geworden ist als unser Teamkollege. Oder gilt das nur für mein Team? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Senna natürlich auch aus neulichen Erinnerungen, der ist da ganz vorne. Aber Ricciardo, wenn der so weitermacht, ey, wenn das Auto auch noch gut wird wirklich. Das ist ja noch nicht mal wirklich gut. Das ist ja nur so ein solides Mittelfeldauto. Ja, Hilfe. Also wo sollen da die Reise noch hingehen? Ich weiß es nicht. Hoffe auf jeden Fall, dass Daniel uns eine Weile erhalten bleibt in dieser Karriere. Nicht, dass der irgendwie entweder das Team wechselt oder zurücktritt nach einer Saison. Das wäre ein bisschen bitter, weil ich kann es kaum erwarten, mehr von dem zu sehen. Der gefällt mir super gut. 6. und 8. jetzt in der WM für das Team. Konstrukteurs-WM Platz 4. Nicht, ja, immer noch nicht so weit weg von Ferrari, ne? Obwohl die so gut sind. So erstaunlich gut. Das ist trotzdem vielleicht noch machbar mit weiteren Upgrades im Laufe der Zeit. Schön zu sehen auf jeden Fall, dass sie Racing Point so gut im Griff haben. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, die würden eher hier vorne eine Rolle spielen als Ferrari fast schon ursprünglich. Auch wenn man auf die Performance schaut, ist das, was man erwarten würde. Aber das passiert so absolut nicht. Das war's von dieser Folge. Meine Stimme ist völlig am Sack. Man hört das, glaube ich. Aber das war ein geiles Rennen. Also hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.